Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit 20 Jahren ist EWTN für Sie auf Sendung. Deutlicher denn je haben wir in diesen Tagen gespürt, dass unsere Arbeit für viele auf eine geistliche Art überlebenswichtig ist. Wie war es für Sie, als Sie in den letzten Wochen vor verschlossenen Kirchentüren standen? Wie sind Sie mit der Einsamkeit umgegangen, die so viele Menschen in der Corona-Zeit erleiden mussten? Wir als katholischer Fernsehsender wissen, dass wir die direkte Begegnung mit dem allmächtigen, liebenden Gott natürlich nicht ersetzen können. Und doch, wir von EWTN möchten immer ein weit geöffnetes Fenster sein, durch das die Gnade Gottes hindurchstrahlen kann. Ein Fenster, das auf Christus hin ausgerichtet ist und durch das Sie und alle anderen Zuschauer auf ihn blicken können. Was gibt es für uns Schöneres, als zu hören, wie viele Menschen während der Corona-Krise durch EWTN weiterhin die Nähe Gottes spüren konnten? Ein Zuschauer sagte uns, durch EWTN konnte ich auch in dieser Zeit weiterhin Blickkontakt zu Jesus halten. Doch es gibt auch Menschen, denen es nicht so ging. Viele sind verzweifelt, einsam, suchen Gott, doch können ihn nicht finden. Wo ist Gott jetzt? Auch diese Frage hören wir oft. Wir wollen gerade auch diesen Menschen helfen, einen persönlichen Weg zu Gott zu finden. EWTN ist nicht das Ziel, aber wir kennen einen ziemlich guten Weg dorthin. Helfen Sie uns dabei, diesen Weg, das Evangelium, die Sakramente, die freimachende Lehre der Kirche bekannter zu machen. Wir haben das Medium, Sie haben die Mittel. Schon eine kleine Spende hilft. Wir bekommen keine Zuschüsse aus dem Topf der Kirchensteuer. Wir sind auf Sie, auf unsere Zuschauer angewiesen. Jede Sendeminute kostet 5 Euro. Schon mit 50 Euro sorgen Sie dafür, dass die frohe Botschaft für mindestens 10 Minuten in die Wohnzimmer gesendet wird. Minuten, die Hoffnung in das Leben eines Menschen bringen können. Wir sind eine große EWTN-Familie. Seien wir gemeinsam ein Segen für andere. Vergelt's Gott. Ihr Martin Rothweiler.